Kommt zurück, Leute. Wir gehen jetzt die Mission an mit Desmond. Ich bin gespannt, wie diese Mission ausfallen. Ich bin froh, dass es jetzt mal welche gibt. Auch wenn ich sagen muss, in den vergangenen Teilen fand ich immer Alter Ihr besser und Ezio hat mich mehr interessiert als Desmond. Auch wenn es eigentlich um Desmond geht, aber es war trotzdem so. Weil die auch teilweise, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben und nicht sehr viel gezeigt haben einfach. Vielleicht, weil er noch in der Ausbildung war und jetzt ist er sozusagen abgeschlossen. Kann sein. Aber trotzdem, war einfach so. Ehrlich, Sean. Leck mich. Oh ja, Desmond hat es mittlerweile auch sehr drauf. Boah, schaut euch das mal an, ne? Hat jemand Höhenangst? Es geht noch um einiges nach oben. Der Mond. Volles Risiko. Boah, soll ich mal runterjumpen? Einfach so just for fun, das überleben wir doch bestimmt, oder? Wo müssen wir lang, ey? Ich weiß nicht. Finde den Weg. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv frei. Klappe, Sean. Klappe, Sean. Wir machen das schon. Das wollte ich überhaupt nicht, das wollte ich gar nicht, das wollte ich gar nicht, aber ich wollte eigentlich hier hoch, weil wir wahrscheinlich da lang müssen, ja, ja, genau. Jetzt hier hoch? Daran würde ich sagen. Wow. Schicker Ausblick. Gleich hast du es, Desmond. Ja. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Der Sean, ey. Coole Socke. So. Die letzten Meter noch. Boah, Base Jump jetzt. Okay. Los geht's. Jetzt den Schirm auf. Irgendwie bewegt er sich komisch. Wenn du mal nach links machst, bewegt der Körper sich ohne irgendwie sich zu bewegen. Also,
Ihr wisst schon, ihr seht es ja selbst, sieht ein bisschen komisch aus. Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Ah! Oh mein Gott, was ein Schwächling. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Gut, quatschen wir wieder mit denen, würde ich sagen. Wenn das geht. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von mir. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten noch gearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieße ja, sie wäre mindestens 75.000, 80.000 Jahre alt. Sie war mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent, wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross, wenn du die Akte liest, Abstergo hat... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück, wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden, versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca. Ich wäre im Moment lieber allein. Ich wäre im Moment lieber allein. Okay. Was ist das?
Nee. Das werden wir jetzt nicht lesen. So, wo ist mein Daddy? Komm her. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu, es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden. Ich kann nicht glauben, dass ich erst jetzt danach frage, aber wie geht's Mom? Ist sie... Nein, deiner Mutter geht es gut. Wir dachten, es wäre sicherer, uns für diesen Job zu trennen. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Aus gutem Grund. Kann ich ihr wenigstens Hallo sagen? Tut mir leid, zu riskant. Vielleicht, wenn wir fertig sind. Gut. Wenn wir fertig sind. Haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Einige sogar. Aber es ist unmöglich. Es gibt existenzielle Unterschiede. Unüberwindbare. Gäbe es eine Einigung, wäre es weniger ein Frieden als eine Unterwerfung. Aber im Wissen, was passieren wird, würde es nicht Sinn machen, mit Widdig zu reden? Eine Übereinkunft, auch wenn sie nur vorübergehend wäre? Wir wären so beschäftigt, uns zu belauern, dass wir nichts erreichen würden. Stell dir das vor. Im Krieg sind wir produktiver. Haben wir je versucht, jemand einzuschlossen? Dasselbe, was sie bei uns mit Lucy machten? Oder mit Cross? Haben wir. Und das klappte nie. Wir schickten Leute, die entweder zu schwach waren und umgedreht wurden, oder zu stark und das Spiel nicht durchhielten. Es kommt mir vor, als würden wir dasselbe wollen. Wir benutzen dieselben Worte, aber mehr ist es auch nicht. Am Ende geht es immer um die Freiheit. Wir suchen sie, die hassen sie. Und so kann der Kampf niemals enden. Nicht bis eine Seite komplett verschwunden ist. Ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Unsere Gruppen bestehen in der einen oder anderen Form seit... Naja, seit immer. Aber es kann besser werden als jetzt. Und das ist schon mal was. Hast du mich gesucht, Dad? Als ich fortlief? Jeden Tag. Ach komm. Nein, im Ernst. Jede Nacht suchte ich nach deinem Namen oder Variationen davon. Hoffte, du tauchst auf. Abstergo fand dich nur zuerst, weil sie bessere Verbindungen haben. Ein paar Tage mehr und ich wäre es gewesen. Tja, jetzt bin ich hier. Das freut mich. Glaubst du, Lucy hat bereut, was sie getan hat? Ich dachte immer, ich kenne sie gut, aber das war wohl nicht der Fall. Ich kann dir einfach nicht ehrlich antworten. Aber sie schien so aufrichtig. Als ob sie wirklich einen Unterschied machen wollte. Ja, als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich dasselbe von Cross. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was passiert? Na, alles. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Desmond. Nein, schon gut. Keine Sorge. Okay, also du solltest vielleicht zurück in den Animus. Wir müssen den Schlüssel finden. Wir sollten wohl zu Connor zurück. Ja, Leute, ich beende jetzt erstmal den Part. Beim nächsten Mal sprechen wir dann mit Sean noch und schauen uns das da oben nochmal genauer an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.